Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber ihr habt natürlich recht. Okay, und dann kommen wir zu einem ganz beliebten Punkt, nämlich dem Tätigkeitsbericht des Landesvorstands. Und da fangen wir an mit dem Tätigkeitsbericht des Landesvorstands. Der Knut bitte auf die Bühne, der Knut bitte. Bis der Vorstand sich sortiert hat, wir kommen dem Beamer-Bild immer näher. Gut. So, dann bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Wir hatten ziemlich genau vor einem Jahr, ziemlich genau an dieser Stelle, den letzten Landesparteitag, wo ein neuer Vorstand gewählt worden ist. Und wir hatten in dem letzten Jahr die Freude, die Geschäfte der Piratenpartei Hessen für euch zu führen. Wir werden das jetzt so aufteilen, dass ich zunächst über das Innerparteiliche, was im letzten Jahr war, einen Bericht halte. Dann sagt Alex was zu den politischen Dingen, die passiert sind im letzten Jahr. Und Jeanette wird als Schatzmeisterin zu der Finanzsituation was sagen. Als Beisitzerin mit Schatzmeisteraufgaben. Und danach habt ihr natürlich die Gelegenheit, Fragen an uns zu stellen. Der Hinweis, Schatzmeisterin mit Beisitzeraufgaben, ist vielleicht auch schon der erste Hinweis. Wir sind damals als 7er Vorstand gewählt worden, hören jetzt als 5er Vorstand auf. Der damals gewählte Schatzmeister Michael Balke ist sehr früh nach 2 Wochen aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Und im Mai ist Martina Schamann zurückgetreten. Und wir haben jetzt die Geschäfte aber als 5er Vorstand dann bis jetzt geführt. Gut, ansonsten innerparteilich glaube ich, das größte Thema war, dass wir beim letzten Landesparteitag auch beschlossen hatten, eine Mitarbeiterin einzustellen. Dafür haben wir eine Ausschreibung gemacht, haben Bewerbungsgespräche geführt und haben uns dann noch vor Weihnachten für eine Bewerberin entschieden und haben die Helga dann als Leiterin der Landesgeschäftsstelle eingestellt. Ihr habt in der letzten Landesvorstandstelco gehört, dass Helga gekündigt hat, jetzt zu Ende Oktober. In der Rückschau und in den Erfahrungen haben wir gelernt, dass die Einarbeitung in die Prozesse bei den Piraten halt extrem schwierig ist für jemanden, der noch nicht drin ist. Insofern wäre ein Ergebnis daraus, glaube ich, dass es einfacher ist, Leute zu beschäftigen, die Piraten schon kennen. Und zum anderen ist es halt auch eine Herausforderung, wenn jemand die Piraten nicht kennt und in den Prozessen nicht drin ist, die aus der Entfernung zu führen und zu sagen, irgendwie was gerade anliegt und so. Also ich würde weiterhin sagen, es ist eigentlich eine gute Idee, Aufgaben im Bereich Mitgliederverwaltung, Unterstützung, Pressearbeit und Buchhaltung über festangestellte Mitarbeiter abzuwickeln. Ob das jetzt im Land oder im Bund ist, gibt es sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben das aber in der Konstellation, wie es im letzten Jahr gelaufen ist, haben wir das so nicht geschafft.
Insofern ist das hinter den Erwartungen, glaube ich, zurückgeblieben. Ansonsten gab es aber eine ganze Menge, was wir halt doch erreicht haben. Wir haben zuerst im Januar den Neujahrsempfang und die Marina, die Hessen-Marina ausgerichtet in der Landesgeschäftsstelle, was halt eine Veranstaltung war, wo wirklich auch sehr viele Nicht-Piraten zur Landesgeschäftsstelle gekommen sind, wo wir uns darüber unterhalten haben, was wir kommunalpolitisch erreichen wollen, uns eine ganze Menge Ziele vorgenommen haben. An der Stelle ist halt von den 8 Themen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir tatsächlich nur eins richtig weiterentwickelt in die Kommunalpolitik. Da hängt es so ein bisschen daran, dass das, was abgesprochen worden ist, nicht wirklich weiter verfolgt worden ist von denen, die es damals zugesagt haben. Wir haben dann ein Treffen gehabt, ein Real-Life-Treffen von der Projektgruppe Wahlen, die das im April stattgefunden hat, wo wir auch mit sehr vielen Leuten zusammengesessen haben, Ideen, Erfahrungen aus dem Landratswahlkampf in Darmstadt-Dieburg gehört haben. Und an der Stelle müssen wir halt jetzt anschließen, dass wir weiter mit einer großen Beteiligung in der PG-Wahlen weiterarbeiten. Das, was in letzter Zeit in den Telcos war, das war halt doch deutlich zu klein, um damit wirklich einen Wahlkampf stemmen zu können. Es gab dann die Teilnahme oder die Diskussion um den Hessentag. Wir sind in diesem Jahr das erste Mal nicht auf dem Hessentag vertreten gewesen, nicht weil wir das nicht gewollt hätten, sondern weil uns tatsächlich die Hessentagsorga diesmal explizit aus der Hessentagsstraße ausgeladen hat und wir deswegen nicht dabei sein konnten. Und das ist halt tatsächlich schade, weil damit halt politische Diskussionen und gesellschaftliche Diskussionen vom Hessentag in irgendwelche Hallen verbannt werden. Das ist ein großer Mist. Wir haben aber am Open Flair im August teilgenommen, insbesondere organisiert von Michael Behrendt und an der Stelle tatsächlich sehr, sehr viele Leute erreicht mit Flyern, Vogelfutter und der Unterschriftenkampagne zur Vorratsdatenspeicherung. Dann organisatorisches Thema ist, wir haben dann nach dem Bundesparteitag in Würzburg recherchiert, ob wir ein Angebot für den Bundesverband machen können zur Ausrichtung des nächsten Bundesparteitags, der irgendwie im ersten Quartal oder früh im nächsten Jahr stattfinden soll und haben dafür ein Angebot eingereicht, das in Lampertheim durchzuführen. Das liegt im Dreiländereck, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen, also in einem Bereich, wo sehr viele Wahlen im März nächsten Jahr stattfinden. Und ich glaube, das ist ein ziemlich attraktives Angebot und da ist die Helga halt auch sehr, sehr stark involviert gewesen, das auszuarbeiten. Gut, wir haben ansonsten ein virtuelles Meinungsbild, wo wir gerade eben die Weiterentwicklung abgestimmt haben, was das bestfunktionierendste Tool in der ganzen Piratenpartei ist, um Mitglieder einzubinden. Ich glaube, das kann man sagen. Wir haben weiterhin über 10% Teilnehmerquote, irgendwie über 110, 120 Leute haben sich an den letzten Meinungsbildern beteiligt, also halt tatsächlich auch nochmal deutlich mehr als bei Parteitagen sind. Das ist bei anderen Tools, die in der Partei im Einsatz sind, glaube ich, nicht selbstverständlich. Wir freuen uns, dass wir es haben. Wir haben es immer wieder benutzt und wir haben aber auch leider Leute, die uns dieses funktionierende Meinungstool nicht gönnen. Und insofern haben wir Klagen gegen dieses Meinungsbild gehabt und haben uns damit leider auch relativ viel beschäftigen müssen im letzten halben Jahr. Und das Letzte, was passiert ist, dass es eine einstweilige Anordnung gegeben hat, dass wir zunächst keine weiteren Meinungsbilder einholen dürfen. Dagegen haben wir jetzt in dieser Woche noch Widerspruch eingelegt beim Landesschiedsgericht in Rheinland-Pfalz und uns beim Bundesschiedsgericht darüber beschwert. Und insofern, glaube ich, sind die Aussichten ganz gut, dass wir mit diesem virtuellen Meinungsbild in der Zukunft auch weiterarbeiten können. Gut, ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich an alle kommunalen Mandatsträger bedanken, die nämlich in den Parlamenten ihre Arbeit machen, unsere Positionen vertreten und an der Stelle eigentlich die beste Gelegenheit haben, uns auch in die Presse zu bringen
und möchte nochmal darauf hinweisen, dass einerseits wegen der Kommunalwahl, aber auch weil kommunale Pressearbeit im Moment der beste Weg ist, tatsächlich gehört und gelesen zu werden in den Zeitungen und drumherum, dass wir darauf im Moment noch viel stärker setzen müssen als bisher und euch alle bitten, in den Kreisverbänden darauf zu drängen, dass halt tatsächlich eine regelmäßige Pressearbeit stattfindet. Ansonsten, so Richtung Ausblick auf das nächste Jahr, glaube ich, haben wir gelernt, dass wir noch stärker arbeitsteilig arbeiten müssen, dass wir halt Leute brauchen, die für bestimmte Bereiche Verantwortung übernehmen und nicht sagen, ich guck mal und ich mache mal mit, sondern für den Landesvorstand ist es wichtig, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, ich mache das und ihr könnt mich dazu ansprechen und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann melden wir uns oder wenn wir Geld brauchen, dann melden wir uns. Aber es geht nicht und die Erwartung ist auch grundsätzlich falsch, dass irgendwie haufenweise Initiativen und Organisationen vom Landesvorstand kommt, sondern wir unterstützen, was wir können, aber wir sind nur 5 Menschen und wir können nicht die ganze politische Arbeit und die ganze Organisation alleine stemmen, deswegen brauchen wir euch und sind halt im Grunde ein unterstützendes Organ. Ansonsten möchte ich auch nochmal sagen, wir müssen, wenn wir zukünftig Erfolg haben, auch sehr viel stärker darauf setzen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir den politischen Gegner tatsächlich außerhalb der Partei verorten. Die Angriffe, die zum Teil innerhalb der Partei kommen und was man da halt erklären und an Misstrauen begegnet, ist halt schlimmer als das, was von außen kommt. Und das macht die Arbeit extrem anstrengend und es sorgt dafür, dass das Motivation sinkt, dass sich Leute nichts mehr trauen. Und insofern bitte ich tatsächlich alle darum, irgendwie, wenn Leute mal mit einer kritischen PM oder Sachen, die man vielleicht missverstehen, irgendwie nach außen kommen, Leute nicht sofort drauf zu kloppen, sondern das Ganze konstruktiv zu machen. Und das gilt halt sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene und halt in den Kreisen genauso. Genau. Das ist halt auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass wir wieder politischer werden, denn wir haben uns extrem viel mit Verwaltung beschäftigt im letzten Jahr. Es ist kaum wirklich Zeit geblieben für politische Arbeit. Es sind wenig politische Initiativen aus der Basis gekommen und das wünsche ich uns, wünsche ich dem nächsten Vorstand, dass das im nächsten Jahr wieder mehr wird. Und ansonsten würde ich jetzt an den Alex übergeben. Vielen Dank, Volker. Hallo zusammen. Wenn es sich so anhört, als hätten wir gar nichts gemacht, muss ich dem entgegentreten und sagen, wir haben was gemacht. Zwar nicht so viel, wie wir uns als Vorstand oder ich mir selber auch vorgenommen hatte, aber ich lese nur ein paar Stichpunkte vor. Ihr könnt ja alle im Wiki dann den Rechenschaftsbericht nachlesen. Angefangen vom letzten Oktober von den Stop-TTIP-Bündnissen, wo wir aktiv waren mit den Rednerinnen und Rednern, auch bei der Organisation und Durchführung, über Unterstützung des Arbeitskreises Soziales, zur Sammlung der Telefonlisten der Jobcenter, über die glücklich ohne Überwachung-Demo in Frankfurt, wo auch Piratengedanken dazu geschrieben worden sind. Ja. Das ist übrigens auch sehr wichtig, dass die Piratengedanken mehr Klicks und Aufrufe bekommen als sonstige Artikel der Piratenpartei. Übrigens auch vergleichsweise mehr als auf Bundesebene, nur als kleiner Hinweis. Also manche Piratengedanken von uns haben über 4000 Klicks, da gibt es, ja, es gibt auch kritische, wo man das Nachdenken angeregt wird, also mehr davon, ja, auch ein paar Piratengedanken mehr, wo der Landesforscher nicht gleich umkippt. Ja, es gab so viel, dass wir damals die Musikpiraten unterstützt haben mit ihrer Creative Commons Lizenzgebung, also ihrem Adventskalender, den der Christian so schön gestaltet, der auch sehr viel Zuspruch innerhalb der Bundesebene findet.
Dann wieder Piratengedanken, dann haben wir Neujahrsempfang gehabt, wo wir eingeladen hatten in die Landesgeschäftsstelle, wo wir die Landesgeschäftsstellenmitarbeiterin plus die anwesenden Lokalpolitiker von anderen Parteien begrüßen konnten. Ja, yeah, komm, genau. Ich habe vergessen, da gab es noch die Aktion, die Klage gegen das Jobcenter Sommerda vom Arbeitskreis Sozial. Steht alles im Wiki drin. Ich wollte so, sonst sind wir morgen noch da, wenn ich das lese. Das sind 4-5 Seiten. Überspringen mal, vielleicht überlese ich auch was, aber wir sind in Nordhessen, Südhessen, Mittelhessen in vielen Bündnissen aktiv. Und ich bitte darum, auch weiterhin aktiv zu sein. Ja, also vernetzt euch bitte, teilt mit anderen gemeinsam die Werte, die wir vertreten wollen, nach einer besseren Gesellschaft und Zukunft hin. Das fördert unheimlich. Seid aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, aktuell sowieso. Zeigt den Leuten, dass das Arbeiten auch an Visionen wie das Bundes... wie das bedingungslose Grundeinkommen wichtig sind. Und dann wird man auch besser wahrgenommen. Also wir werden auch mehr und mehr wahrgenommen in lokalen Bereichen als Partei, dass wir jetzt nicht wieder bei 14-15% sind, aber dass wir aktiv sind. Und ich möchte dazu anregen, dies zu unterstützen. Was gibt es sonst noch? Also steht alles im Wiki, ne? Dann wie Volker schon erzählt hat, die virtuellen Meinungsbilder werden von anderen Landesverbänden sehr schön beobachtet, manchmal neidisch beobachtet, dass wir dieses Tool haben. Also Landesverbände streiten seit Jahren über irgendein Tool, was nicht funktioniert. Agiert politisch so, wie ihr seid, und wir können es verbessern, und wenn wir zusammenarbeiten, wird es besser, und ich freue mich schon drauf, egal wie es weiterkommt. Ich beende einfach mal kurz hier, um unsere Zeit nicht zu überstrapazieren. Vielen Dank. So, Volker hat mich zwar gerade eben nicht angekündigt, ist aber nicht schlimm, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Wir hatten auch ein bisschen Mitgliederverwaltung. Fürs Protokoll, das steht ja auch im Rechenschaftsbericht drin, den habt ihr ja sicherlich alle gelesen. Wir hatten in unserer Amtszeit 174 Austritte und nur 16 Eintritte. Ihr habt das gemerkt, an allen Ecken fehlen die Leute immer mehr. Wir wissen manchmal nicht, wie wir die Aufgaben bewältigen sollen. Derzeit sind wir jetzt im Landesverband, also es war Mitte der Woche so, ich habe gestern nicht nochmal geguckt, 1298 Mitglieder. Das ist eine durchaus kleine Zahl und wir bräuchten wieder viel mehr. Ihr habt das sicherlich auch gemerkt, ich hatte nicht immer die Zeit, mich um diese ganze Ticketarbeit zu kümmern, wie das nötig gewesen wäre. Das ist für mich auch der Hauptgrund, warum ich hier heute nicht mehr kandidieren werde. Ich habe das einfach nicht alles unter einen Hut bekommen. Und teilweise muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, liegt es in vielen Bereichen daran, dass... Volker hat das eben schon angedeutet, wir unseren politischen Gegner oft innerparteilich suchen. Was uns im Landesvorstand teilweise an Streitereien auf den Tisch geknallt kommen, wenn viele von uns immer schauen, was der andere falsch macht, das frisst dermaßen Motivation und Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben und woanders einsetzen müssten. Und so möchte ich eigentlich noch einen Appell richten an jeden, der heute hier ist und an jeden, der heute im Stream zuhört, ich meine besonders die Mitglieder in unserem Landesverband, schaut nicht immer danach, was der andere falsch macht, weil Fehler machen wir alle. Und der ein oder andere macht auch mehr Fehler als ein anderer. Das ist alles so völlig normal, weil wir alles Menschen sind. Aber schaut doch bitte auch mal, welche Fehler ihr selbst macht und fangt da an, mal aufzuräumen. Und wenn der andere mal einen macht, nehmt es eben nicht krumm. Genießt einfach mal eure Unterschiede, dass ihr unterschiedlicher Meinung seid, dass ein anderer vielleicht auch das gar nicht so böse gemeint hat, wie das gewesen sein könnte, und konzentriert euch lieber auf die Sache, weshalb wir uns hier getroffen haben, weshalb wir zusammengekommen sind, dass wir nämlich da draußen eigentlich Dinge haben, die uns viel mehr stören als hier drin. Und dann macht das Ganze auch wieder mehr Spaß und man kann sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Meine Aufgabe sehe ich eigentlich, und das war teilweise auch ein Grund für einen schwierigen Start, wir haben lange gebraucht, bis wir eigentlich unsere Werkzeuge in der Verwaltung nutzen konnten. Meine Aufgabe wird jetzt die nächste Zeit sein, dass ich auf jeden Fall dem neuen Landesvorstand möglichst schnell die Werkzeuge in die Hand geben will, dass er effektiver arbeiten kann, als wir das konnten. Und ich wünsche ihm da mehr Glück und weniger Stress, als das bei uns teilweise war. Ja? Ja, wer sich fragt, das ist ein echter Vogel. Das ist das einzige Mitglied des Vorstandes, der nicht Mitglied der Partei ist. So, und wenn ihr dann noch Fragen, oder ja, Fragen machen wir nachher, ich würde dann jetzt an die Jeanette geben, dass sie zu den Finanzen was sagen kann. Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Ich bin Verwaltungspirat, weil ich nicht so gerne vor Leute rede. Also verzeiht mir, wenn ich etwas, ja. Finanzen, also der vorläufige Rechenschaftsbericht von 2014, der steht online, den kann sich jeder anschauen, ist jetzt meines Erachtens auch schon beim Wirtschaftsprüfer oder jedenfalls auf dem Weg dorthin. Zum Bereich Finanzen. Wie ihr mitbekommen habt, war das ein etwas komplizierter Bereich bei uns im Landesvorstand, da wir das Problem hatten, dass unser Schatzmeister, der ja als Schatzmeister gewählt worden ist, nach einer Woche oder nach 10 Tagen aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Wir haben dann unter den Beisitzern halt die Aufgaben aufgeteilt, dass zuerst der Knut das halt übernommen hatte, später dann im Mai, Juni habe ich dann das übernommen. Das war halt auch das Problem überhaupt, dass wir halt ständig wechselnde Kompetenzen, Zuständigkeitsbereiche hatten. Dementsprechend gab es teilweise halt doppelte Arbeit, dreifache Arbeit oder irgendwas ist dann doch liegen geblieben. Das weitere Problem hatte dann auch schon Robin angesprochen, bis wir die Zugänge zu Sage hatten, also die Zugänge zu der Software, die wir ja benötigen, zog auch einige Zeit ins Land. Wenn ich mich erinnere, haben wir erst im Februar oder März halt die endgültigen Zugänge bekommen. Mein Appell ist also an den nächsten Landesvorstand, insbesondere an den Schatzmeister, dass es halt wirklich diesmal in einer Hand liegt, dass halt wirklich einer den Hut auf hat und dementsprechend halt auch den Überblick über alles hat, was leider in diesem Vorstand nicht war, weil mehrere halt Kompetenzbereich hatten. Zu den Zahlen für 2015 kann man eigentlich grob zusammenfassen. Die größten Ausgaben, die wir hatten, waren halt die Landesgeschäftsstelle mit der Mitarbeiterin, was ja nun, wie ja schon angekündigt ist, zum 31.10. ja dann vorbei ist mit der Mitarbeiterin. Des Weiteren haben wir halt Hamburg unterstützt mit 15.000 Euro. Plus 3.000 Euro Reisekosten und Bremen haben wir auch nochmal den Wahlkampf mit 2.000 Euro zuzüglich Reisekosten unterstützt. Das Weitere, was sich jetzt insgesamt in der Partei verändert hat, was im Bereich der Finanzen ist, ist halt dieser Satzungsänderungsantrag auf Bundesebene, wo die Landesschatzmeister jetzt halt zusätzliche Arbeit in dem Bereich haben, dass sie den sogenannten Schatzmeisterclub, kurz SM-Club, halt gegründet haben und auch schon ihre konstituierende Sitzung hatten. Und dementsprechend gibt es halt in dem Sinne Änderungen, dass sich die Schatzmeister der Landesverbände halt zusammensetzen und den sogenannten Grundbedarf halt erarbeiten, der halt vorab abgeschöpft wird, bevor das Geld halt sozusagen an die Landesverbände verteilt wird. Das heißt aber dementsprechend auch, dass im nächsten Jahr oder sowieso in nächster Zeit auch Hessen wohl aus diesem Bereich relativ wenig oder keine Gelder mehr bekommen wird. Also mein Appell, der nächste Schatzmeister sollte halt sich wirklich auch in diesem Teilbereich stark einarbeiten. Es gab dazu schon jetzt 2 Verwaltungs- und ein Schatzmeistertreffen, wo halt schon Sachen besprochen worden ist, was reinfällt.
Die nächste Sitzung ist am 9. Oktober wieder im Mumble, auch für die Leute, die halt daran teilnehmen wollen. Und ja. Hallo, ich war bin der zweite Beisitzer. Ich habe mich unter anderem um die LGS gekümmert. Ganz kurz, es waren diverse Veranstaltungen da. Unter anderem hatten wir auch Greenpeace zu Gast, die für die Schwimmaktion, die sie in Frankfurt auf dem Main gemacht haben, dort ein 8-Meter-Banner, was schwimmfähig war, bei uns in der LGS bemalt hat. Es war der Verein 42 e.V., der sich bundesweit getroffen hat, bei uns in Frankfurt in der LGS, unter anderem die AG Energiepolitik. Also es ist durchaus einiges gemacht worden, auch in der Landesgeschäftsstelle, auch innerparteilich. Was ich erkenne, wo die Problematik ist, bei jemand, der kontinuierlich angestellt ist, dass die Arbeit nicht so anfällt, wie die Präsenz da ist. Das heißt, es wäre sehr schön, wenn die Basis sich beteiligt, sowohl politisch, es gibt Ausschreibungen, die bisher noch nicht besetzt worden sind, politischer Art, die, ich sag mal, so ein bisschen Landtagswatch spielen sollen zu gewissen Themen. Da hat sich niemand für interessiert. Zum anderen aber auch Hilfe in der Verwaltung. Da kommt auch ein bisschen wenig eine feste Arbeitskraft, ist aber nicht zielführend, wie ich schon gesagt hatte. Ich persönlich habe für mich daraus die Konsequenz gezogen, dass es sinnvoller ist, einzelne Leute mit zu bestimmten Themen zu beauftragen und das projektmäßig abzurechnen und zu vergüten, vorausgesetzt ist, dass sich niemand anderes Freiwilliges findet. Das ist mein Schluss zu diesem Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir es irgendwie schaffen, zusammen an einem Strang zu ziehen, wie der Robin schon gesagt hat. Es ist einfacher, Unterschiede zu erkennen als Gemeinsamkeiten, und ich erinnere auch daran, was andere Parteien machen. Die haben ganz bewusst ihre Außenseiter, die auch mal was sagen können, um einfach Wählerpotenzial anzulocken, für das die Partei eigentlich nicht steht. Und ich sag mal, auch solche Exoten würde ich mir wünschen, wenn wir diese gebrauchen könnten, um, ich sag mal, mehr höher in der Wählergunst zu steigen. Ich bedanke mich bei euch, und falls irgendeiner von euch jetzt noch Fragen an den Vorstand hat, okay, Volker möchte noch eine Runde machen, dann. Tschüss. Ja, also ihr habt gehört, es war sehr schwer. Und damit jetzt nicht dieser Eindruck irgendwie hängen bleibt, boah, es ist alles ganz schön schwer, wollte ich nochmal sagen, dass wir nach wie vor der größte und einer der wichtigsten Landesverbände der Piratenpartei in Deutschland sind. Mit den Piraten in Nordrhein-Westfalen und den Piraten in Bayern. Und wir haben nach wie vor einen Haufen über 20 kommunale Mandatsträger, die uns in den Parlamenten vertreten, und wir haben einen Wahlkampf vor der Tür, der extrem wichtig ist dafür, dass wir uns in Hessen kommunal verankern. Und insofern möchte ich einfach auch nochmal auf all die Aktionen, die im letzten Jahr waren, die jetzt noch nicht genannt worden sind, kommen, was alles auch gut funktioniert hat. Also wir haben uns zu der Hessen-Marina getroffen, wir haben beim Neujahrsempfang viele Leute aus dem politischen Umfeld in Frankfurt mit denen gefeiert. Wir waren auf den Demos gegen TTIP in Kassel und in Frankfurt, wir waren auf den CSDs, wir waren am Decker-Komplex zum Geburtstag von Edward Snowden, um da zu demonstrieren. Wir haben Freiheit statt Angst Demonstrationen gemacht in Kassel, in Frankfurt, mit den Datenschützern zusammen, dann einmal mit Donna Carmen zusammen. Es gab eine Freiheit statt Angst Demonstration in Kassel, und wir sind zu vielen weiteren FSAs mit Piraten gefahren.
Also wir haben politisch eine ganze Menge gemacht. Wir haben auch die Grünen im Bereich Informationsfreiheitsgesetz in Hessen angezählt. Also wir sind politisch da, das Interesse ist da. Andere politische Mitbewerber haben sich halt im letzten Jahr auch disqualifiziert. Und insofern sind die Aussichten für uns nicht so schlecht. Wir haben mit den nächsten Kommunalwahlen eine große Chance, wenn wir zeigen, dass wir gute Kandidaten haben, auf Themen setzen, die halt modern und vorneweg sind. Die haben wir nach wie vor. Das müssen wir halt auch nach draußen kommunizieren. Wir haben ein gemeinsames Kommunalwahlprogramm beschlossen, was uns hessenweit in eine gute Position versetzt hat, diesen Wahlkampf auch zu machen. Da stehen diese guten Themen drinne. Und wir haben endlich aufgeräumt mit diesem Klein-Klein in unserem Programm und haben uns das isländische Programm im Reset gegeben, wo drin steht, wofür die Piraten wirklich zählen, wirklich stehen. Und das sind, glaube ich, ganz große Erfolge, die im letzten Jahr auch im Landesverband passiert sind. Und das finde ich sehr erfreulich. Genau. Wir kommen dann zum Abschluss und bitten euch um Fragen. Nee. Nö, aber ich nicht. Seid ihr der Meinung, dass der Bericht des Schatzmeisters bereits vorgelegen hat? Naja, aber der Schatzmeister hat sich vor der Versammlung sozusagen zu rechtfertigen, separat vom Vorstand. Ihr könnt auch sagen, das ist erledigt, weil dann kommen wir jetzt zum Rechnungsprüfer. Mir ist das egal. Ist eure Entlastung. Gut, dann hätte ich gerne den Rechnungsprüfer hier vorne. Nein. So, morgen allerseits. Also, Bernd Knob, den er für ihn ja dann als Rechnungsprüfer als Ersatz gewählt hat, und ich haben dann am letzten Sonntag und gestern hier die Kasse noch geprüft. Wir haben derzeit einen Kassenstand von 199.052,04 € auf dem Girokonto, Barkasse 319,73 € und nochmal die Landesgeschäftsstelle Barkasse hat nochmal einen kleinen Betrag von 36 €. Also um knapp 200.000 € sind das unsere Mittel, die wir besitzen in Form von Geld. Die Kasse wurde von uns geprüft und in Ordnung befunden. Die Ausgaben wurden belegt und ordentlich verbucht. Stichprobeartig wurde gerade bei größeren Ausgaben geprüft, ob auch die entsprechenden Vorstandsbeschlüsse dafür vorliegen. War alles da. Allerdings bitten wir darum, dass gerade die Reisekosten zeitnah abgerechnet werden. Ich will ja keinen angucken, nein, weil sonst können wir es nicht mehr mitprüfen und es ist nicht der Dings, dem Kassenführer nicht zuzumuten, die Nacht davor noch die ganze Kasse zu bearbeiten, um noch ein paar Reisekosten da reinzukriegen. Bei den Einnahmen zu kontrollieren ist naturgemäß ein bisschen schwieriger, allerdings also große und kleine Spenden wurden hier abgebucht, so eine Tellerspende, klar, da gibt keiner eine Quittung dafür. Wo wir ein Problem haben, ist immer noch die Mitgliedsbeitragseingänge vom Bundesverband. Der rechnet das für uns ab und überweist einfach eine Summe Geld. Aber es gibt dafür keine vernünftige Abrechnung oder keine irgendwie Vorlage, nach welchen Kriterien das ausgerechnet und rausgekommen ist. Ne? Ja, ich weiß, ne? Er fühlt sich garantiert angesprochen. Ich bitte das einfach mal zu beheben, da muss doch irgendwo eine Abrechnung da sein, wo nachher drin steht, ihr kriegt das und das Geld von so vielen Mitgliedsbeiträgen. Dann sind wir beim nächsten Thema, das wir haben. Die Mitgliederverwaltung ist leider Gottes in einem desolaten Zustand. Wir haben einen Haufen Rückläufer an E-Mails, an Post, an Bankeinzügen und dergleichen mehr. Wir haben mal geguckt, wir haben eine ausstehende Beitragssumme von 40.000 €, wobei das sind viele Mitglieder, die haben seit Jahren nichts, nie was bezahlt. Die Frage ist, ob das überhaupt Mitglieder sind oder ob da einfach nur mal eine Anmeldung abgeschickt hat oder sonst irgendwas. Also das sollte mal, behoben werden, es muss aufgeräumt werden, wobei hier das Augenmerk nicht darauf zielt, einfach am Motto, wir schmeißen mal einfach alle raus, ne, sondern wir sollten gucken, dass wir mit den Leuten wieder Kontakt kommen.
Ich kenne das von anderen Dingen her, das läuft das ähnlich, die Leute ziehen irgendwo um, haben die Bank gewechselt oder sonst irgendwas, haben den Provider gewechselt und auf einmal passen die Adressen nicht mehr und keiner denkt daran, dass die Piraten ja auch noch existieren. Und wenn wir etwas von unseren Mitgliedern wollen, dann müssen wir uns an die Mitglieder wenden. Ja, und wenn wir die nicht ansprechen wollen, ja, ich befürchte, dann kommt von den Mitgliedern kommt dann kein Feedback zurück und dann werden wir immer weniger werden. Gut, das war es so von meiner Seite aus. Gibt es von der Mannschaft eine Frage zum Kassenbericht, also zur Kassenprüfung? Vom Vorstand? Habt ihr noch Fragen zur Kassenprüfung? Machen wir doch gerne. Gut. Ihr habt also die, habt ihr eine Empfehlung ausgegeben zur Entlastung des Vorstands? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Ganz kurz, ich glaube, ich muss dann jetzt beantragen, dass der Vorstand entlastet wird, richtig? Nee, du kannst es aber empfehlen. Ich kann das empfehlen, okay, also ich empfehle dann hiermit den Vorstand zu entlasten und wenn du einen Antrag brauchst, ich stelle ihn dann auch. Nee, brauchen wir nicht, danke. Gut, okay, so, jetzt kommen wir zu dem, erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, das können wir an der Stelle mal machen, das ist nämlich auch eine Arbeit, um die sich viele gerne drücken. So, jetzt kommen wir zu Fragen an den Vorstand oder Fragen an die Rechnungsprüfer. Jetzt dürft ihr, wenn ihr Fragen habt. Gut, es gibt keine Fragen. Gibt es einen Antrag? Nee, den brauchst du nicht stellen. Der einzige Antrag, der jetzt interessieren würde, wäre Antrag auf Einzelentlastung. Den sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Entlastung des Vorstands. Wer ist für respektive gegen die Entlastung des Vorstands? Ja, damit ist der Vorstand einstimmig entlastet. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Meistens gibt es immer irgendeinen, aber diesmal Respekt. Ja, herzlichen Dank für eure Arbeit und ihr seid willkommen in der Basis. Für einige vielleicht nicht lange, aber... Einfach mal einen herzlichen Dank für eure Arbeit im letzten Jahr. Danke. Von der Basis. So, der geschiedene Vorstand, also der jetzt nicht mehr da ist, möchte noch etwas zwischenfügen und das erlaube ich jetzt mal. Genau. Vielen Dank, dass wir noch mal was sagen dürfen. Vielen Dank für die Entlastung. Wir haben, auch wenn das gerade eben nicht so klang, aber im vergangenen Jahr doch eine ganze Menge Hilfe von Piraten aus allen Bereichen bekommen und bei denen möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken. Und dafür haben wir nochmal eine neue Serie von diesen streng limitierten Danke-Pirat-Tassen erstellt. Und wir würden jetzt ein paar von diesen Tassen direkt verteilen. Und mir fällt da zuerst die Hessen-IT ein, die wieder aktiviert ist seit dem letzten Jahr, wo der Sven und der Ralf eine ganz fantastische Arbeit machen und eine ganze Menge Sachen wieder richtig auf die Reihe gebracht haben. Sven und Ralf, wenn ihr da seid, dann kommt doch mal gerade hoch. Den Ralf sehe ich auf jeden Fall. Genau. Dann, wir haben die Themenbeauftragten, die für die Bereiche Umweltpolitik und Energiepolitik, der Fredo, dann Emanuel Schach für die Rechts- und Innenpolitik und Christian Hufgart hat die im Rahmen des Jahres zurückgegeben für Urheberrecht, aber Christian kriegt sie halt für die Arbeit als Pressesprecher. Und dann den Michael Passlack für die Sozialpolitik. Bei euch würden wir uns auch gerne bedanken und haben eine Tasse für euch. Kommt auch gerne mal hoch. Erstmal mal Kaffee reinmachen. Genau. Da gibt es auch frei Kaffee für.
also die erste Füllung. Ja, genau. Doch, die IT war oben. Ja. Ich überlege gerade die Liste, die wir hatten, ob da noch jemand drankommt. Ansonsten fällt mir... genau. Haben wir nochmal Piraten, die als Kandidaten bei Landratswahlen für uns aktiv waren? Der Peter Löwenstein, der Sascha Endlicher und der Ralf. Der Ralf hat jetzt schon eine, aber die anderen beiden, wenn ihr da seid, habe ich aber noch nicht gesehen. Der Sascha ist auch nicht da, ne? Wie bitte? Du kannst sie mitnehmen? Pass auf, das klären wir gleich. Genau. Dann haben wir noch den Michael Behrendt, der das Open Flair organisiert hat und da tatsächlich über das ganze Wochenende eine super viel Arbeit gerissen hat und 600 Unterschriften für die VDS gesammelt hat. Dafür auch herzlichen Dank. Ja? Was? Ach so. Also mein lieber Ex-Vorstand, entweder ihr zieht das jetzt hier ein bisschen flotter durch. Ja, wir haben noch, weil wir auch ein bisschen zur Eile gedrängt werden. Vielen Dank an alle, die heute helfen, dass der Landesparteitag so gut vorbereitet wurde und dass hier alles funktioniert. Danke an Pavel, auch für den letzten Parteitag und dass den Freifunk. Also du stehst... komm gerne hoch, wir haben eine Tasse für dich. Danke an den Trotter, der das im Front Office aufgebaut hat, auch mit dem letzten Parteitag zusammen. Vielen Dank an den Mario und an den, der Sven war ja auch schon da, und an den Nicole Staubus und an den Bernd Otto, der ist versteckt, deswegen sehe ich den nicht. Genau, der Mario. Dankeschön. Gut, und dann bedanke ich mich dafür, dass wir so viel Zeit von euch in Anspruch nehmen dürfen. Und Jürgen, jetzt darfst du weitermachen. Jürgen. Sehr großzügig, Volker, sehr großzügig. Ich danke dir von Herzen. Oh, ich bekomme auch eine Tasse. Ich weiß nicht wofür, aber herzlichen Dank. Dann passt nämlich mehr Kaffee rein und den werde ich brauchen. So, und weil wir jetzt schon so ein bisschen zurück sind, machen wir das Ganze nochmal quasi ein bisschen weiter. Wir kommen zum nächsten Punkt und der ist etwas sperrig. Das sind Anträge betreffend die Wahl und oder Zusammenstellung oder eine Kandidatur der Top 6, 7, 8. Eigentlich gibt es für diesen Punkt nur einen einzigen Grund und dieser Grund heißt,